Und willkommen zurück zu Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Wir waren letztes Mal dabei oder wollten uns letztes Mal die Leiche von Ori angucken. Wie gesagt, Baphomets Fluch 5 gestartet mit einem Kickstarter-Projekt. Er sah entschieden besser aus. Wir können lustig mit Ich Oris legte die Leiche Brille wieder herumspielen. dahin zurück, wo ich sie hergenommen hatte. Es war besser, die Beweisstücke unverändert zu lassen. Wir können auch seine Augen schließen und öffnen. Tja, heute Mathe, morgen Platte. Und mit dem Ich Toupet beschloss, Henri's herumspielen. Toupet in Frieden ruhen zu lassen. Der Naja. arme Kerl. Ich wollte Henri's Blut nicht an meinen Händen. In Henri's Tasche steckte eine kleine Flasche. Es war eine Flasche Bray. Laut Etikett weckt es das Tier in dir. Ich werde später auch irgendwann, falls wir das Spiel, beziehungsweise wir werden das Spiel durchspielen, aber später in den In Credits der Hand vorkommen. des Toten befand sich ein kleiner Zettel. Es war zu verführerisch. Ich musste einen Blick darauf werfen. Da stand 14.30 Uhr. Seien Sie bereit. Sah harmlos aus, bis mir auffiel, dass der Diebstahl genau um 14.30 Uhr stattgefunden hatte. Irgendwas stank hier zum Himmel, und das waren nicht nur die Fischkanapés. Ich steckte den Zettel schnell zurück. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht zum Angucken. Ich wollte Henris Blut nicht an meinen Händen. Nö. Eine rätselhafte Notiz und ein überwältigendes Rasierwasser. Keine persönlichen Gegenstände, nichts Handfestes. Ich musste herausfinden, wo er seine Unterlagen aufbewahrte. Die Büste stand recht wackelig auf dem Podest. Ich wollte sie nicht runterschubsen. Ich hätte nur kurz 65 Riesen zücken müssen und das Prachtstück wäre meins gewesen. Die Alarmanlage an diesem Gemälde funktionierte noch. Warum hatte die Alarmanlage des gestohlenen Gemäldes nicht angesprochen? 55.000. Schade, ganz knapp über meinem Budget. Können uns hier Das übrigens Plakat auch sah alt aus. Ich wollte es lieber nicht berühren. sämtliche Gemälde angucken. Wie viele Gemälde die bei solchen Preisen wohl verkauften? Diese spanischen Modernisten waren aber echt nicht billig. Auch schiefhängende. Für den hier nur 90.000. Mit etwas Glück hatte die Überwachungskamera den Diebstahl aufgezeichnet. Das Kabel führte von der Kamera in den Raum mit dem Privatschild. Na super. Noch eine Alarmanlage, die so funktionierte, wie sie sollte. Und ich schätze mal die hier auch. Noch eine funktionierende Alarmanlage. Aber War das die Geräusch. Alarmanlage des gestohlenen Gemäldes die einzige, die nicht funktionierte? Das Geräusch ist so schön. Das gestohlene Gemälde hieß La Maledictio, war 1937 von einem Künstler namens El Serp gemalt worden und gerade mal 40 Riesen wert. Das gestohlene Gemälde war weniger wert als die anderen. Wieso hatte der Dieb dann ausgerechnet dieses Bild gewollt? Noch eine funktionierende Alarmanlage. War die Alarmanlage... Wahrscheinlich, so wie es aussieht. Hier hatte das gestohlene Gemälde gehangen. Wieso gerade dieses Gemälde? Und wieso bringt man dafür jemanden um? Das gestohlene Gemälde war mit einer Alarmanlage gesichert gewesen. Und die hätte anschlagen müssen, als das Gemälde entfernt wurde. Ich musste herausfinden, warum sie das nicht getan hatte. Ich drückte auf die Vibrationssensorplatte. Nichts geschah. Die Alarmanlage war also gar nicht kaputt. Da hatte jemand dran gedreht. Darum wurde also kein Alarm ausgelöst. Ein Kabel war durchtrennt worden, und zwar von jemandem, der genau wusste, was er tat. Das war ein Insider-Job gewesen. Na, da ist doch was faul. Sehe ich genauso. Die Tür war mit einer Code-Tastatur gesichert.
Wenn ich da rein wollte, um mir die Bilder der Überwachungskamera anzusehen, brauchte ich den Türcode. Ich denke mal, da wird mir der gute Lane weiterhelfen können. Weck das Tier in dir. Oh, hatte George gesagt über das Rasierwasser. Probieren wir es aus. Zeit, das Tier zu wecken. Was ist? Was war das denn? Das roch ja wie in den 70er Jahren. Wo bin ich? Sie waren ohnmächtig. Schön, dass er mit der Hand auf ihn drauf zeigt. In den Nagelknipser war das Monogramm HL eingraviert, für Hector Lane. Er musste aus seiner Tasche gefallen sein. Wir haben einen Nagelknipser bekommen. Willkommen zurück im Land der Lebenden. Ich würde das nicht unbedingt Leben nennen. Stehen Sie da nicht so rum, holen Sie mir etwas zu essen. Ich habe einen fürchterlichen Schock erlitten, verstehen Sie? Wir brauchen also doch noch die Pizza. Ich habe ein Stück Pizza gefunden. Ich wollte Nahrung, keine Pappsimulation. Na gut, wenn Sie es nicht wollen. Das habe ich ja nicht gesagt. Geben Sie schon her. Unter den gegebenen Umständen war das erstaunlich passabel. Also, was ist hier vorgefallen? Oh, Henri, ist er... tot? Tot? Ich fürchte, ja. Der arme Kerl. Sieht ihm aber ähnlich, anderen das Rampenlicht zu stehlen. Verzeihen Sie. Kenne ich Sie? Ja. Ja, unsere Wege haben sich schon mal gekreuzt. In der Glees Gallery. Natürlich, der Kerl mit dem Absinth. Sie haben nicht zufällig... Leider nicht. Schade. Tut mir leid, aber ich kann mich nicht an Ihren Namen erinnern. Ich bin George Staubert. Bei mir war diese Ausstellung versichert. Ha! Dann hoffe ich mal, dass Sie eine gut gefütterte Brieftasche haben, mein Junge. Könnte ich Sie etwas fragen, Mr. Lane? Nur zu... Kannten Sie den Galeriebesitzer? Natürlich. Wir haben zusammen an dieser Ausstellung gearbeitet. Ach ja? Henri stellte den nötigen Platz zur Verfügung. Ich war die kreative Kraftquelle. Wie lange kannten Sie ihn schon? Als Freund viele Jahre. Unsere berufliche Zusammenarbeit ist erst vor kurzem zu dieser Ausstellung erblüht. Unter meiner Schirmherrschaft als Kurator. Und nun geht der arme Kerl einfach hin und lässt sich umbringen. Wenn Lane etwas mit der Galerie zu tun hatte, kannte er bestimmt den Code für diese Tür. Wissen Sie etwas über das gestohlene Gemälde? Natürlich, mein Junge. La Maledictio, ein kaum bekanntes Werk, tauchte im letzten Moment auf. Was ist mit dem Mörder? Konnten Sie einen Blick auf ihn werfen? Ein Delinquent mit einer Blechmütze. An mehr kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ach ja, Sie wurden ja ohnmächtig. Menschen mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik reagieren empfindlicher auf Gewalt. Sie waren der Kurator dieser Ausstellung? Worum ging es dabei? Eine brillante Retrospektive. Ein dialektisches Sichtfenster auf den laufenden Diskurs der europäischen Kunst mit den ungelösten Psychosen der Nationalstaatlichkeit. Ja, genau so hätte ich das auch ausgedrückt. Und nicht anders. Wenn Sie diesen Laden mitleiten, dann können Sie mir doch bestimmt den Code zu dieser Tür da verraten. Den Code für das Büro? Ich dachte nur, Sie kennen ihn vielleicht. Tue ich auch. Aber ich kann Sie auf keinen Fall da reinlassen, ehe die Polizei da ist. Ich vermutete, dass ich auf die nette Tour niemals den Türcode von Lane erfahren würde. Ich musste etwas mehr Druck ausüben. Das machen wir dann aber im nächsten Video, im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.